So, neuer Tag, neues Glück und neues holländisches Rezept, was bestimmt wieder unscharf ist. Naja, so halbwegs. Aber wie gesagt, wir blenden sie auch ein. Und auf jeden Fall habe ich mir, wie gesagt, schon die Zutaten aus der Zutatenliste rausgeschrieben. Die Zubereitung habe ich diesmal noch gar nicht gelesen, das mache ich gleich mal. Auf jeden Fall Fleisch habe ich. Ich habe das erst als Fleisch gedeutet, das wird wahrscheinlich kein Fleisch sein. Die Öl haben wir da. Balsamico haben wir. Ich habe mir hier noch so Kürbisöl mit raus, einfach für einen kleinen bisschen Geschmack beim Braten vom Fleisch. Pilze haben wir da. Eine Süßkartoffel haben wir da. Dann habe ich noch Fenchel. Der hat seit dem Einkaufen etwas gelitten. Dann haben wir ein halbes Büchel Basilikum. Es gab nur so, wie heißt das, Pastakräuter. Dann haben wir Oliven. Die benötigen wir. Eigentlich ohne Paprikafüllung. Mal gucken, vielleicht mache ich die raus. Und ein Esslöffel Essig. Ich weiß nicht, ob das jetzt Essenz ist oder nicht. Oder ob ich Essenz brauche oder nicht. Aber ich werde es merken, wie es schmeckt. Ich mache einfach. Ich taste mich langsam ran. Ja, ich gehe jetzt mal einfach zusammen mit euch gleich hier vor der Kamera das Rezept durch. Mit dem Essig vermengen. Salz und Pfeffer dazu. Bitte was? Und dann irgendeinen Salat damit. Och, leck mich doch fett. Das ist ein Salat. Och, nee. Ich hätte vielleicht vorher mal die Zubereitung lesen sollen. Also das Ganze ein Salat. Oh, ich kann auch keinen Fenchelsalat machen. So, ich beschäftige mich jetzt mal ein bisschen mit dem Fenchel. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ich will halt nicht dieses braune Zeug mitessen und mit zubereiten. Wie nur habe ich gelesen, man soll das mit dieses zarte grüne Zeug hier oben abtrennen und aber aufheben. Weil das scheinbar gut schmeckt. Na gut, den Dreck hier nochmal ab. Für mich sieht das aus wie Dill. Aber wenn es am Fenchel dran wächst, wird es Fenchel sein, kein Dill. Also falls jemand zuguckt, der weiß, wie man Fenchel zubereitet, und falls ich alles falsch mache, bitte Bescheid sagen. Dann ist es zwar zu spät, wenn ich das lese, aber vielleicht fürs nächste Mal. Ich weiß nicht, man soll die jetzt irgendwie halbieren, ich weiß noch nicht, ob so oder so. Und dann soll man diesen Kern da oder diesen Strunk da in der Mitte raustrennen. Und dann halt irgendwie würfeln oder Scheiben schneiden oder Spalten schneiden. So, ich habe die Fenchelknolle bezwungen. Ich werde jetzt die Süßkartoffeln mal eine Runde schälen. Die anders verwenden als gedacht ist, glaube ich. Oder zumindest teilweise anders verwenden. So, ich habe jetzt die Süßkartoffel geschnitten und geschält. Beziehungsweise natürlich erst geschält, dann geschnitten. Kochen werde ich sie gleich. Erstmal schnibbel ich noch fix die Pilze. Ich fange jetzt an, den Fenchel zu dünsten. Die Süßkartoffeln hinten kochen jetzt schon langsam. Also, nee, jetzt nimmer. Aber sie hatten schon mal gekocht. Ja, also ich werde den andünsten, dann wieder rausnehmen, den Fenchel. Also aus dem Wok. Und dann noch die Pilze erstmal anbraten. Richtest du dich nach einem Rezept? Nö. Doch, jein. Weiß ich noch nicht. Ich kann ja keinen Salat machen. Also ich mache ja keinen Salat. Der Hauptbestandteil ist ja irgendwie Salat. Ja. Ich werde genauso auf Basis von diesem Balsamico-Zeug dieses Soßending machen. Mhm. Auch wenn es dann wahrscheinlich ganz anders schmeckt, als gedacht ist. Thank you.
glaube, die Süßkartoffeln sind langsam so weit. Mmh. Oh ja, die sind schon sehr so weit. Ausgemacht hab ich's. Eigentlich auch egal. Heiß. So, die Süßkartoffeln sind. Die sind gar nicht mehr im Topf, die sind ja natürlich da. Sind fertig gekocht, sind auch schon weich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so schnell geht. So, ich habe jetzt die Süßkartoffeln, beziehungsweise ein Teil davon. Ja, so klein gedrückt mit der Gabel. Pilze sind fertig gebraten. Und die Süßkartoffeln werde ich jetzt in diesen Spritzbeutel da. Den hier. Reinmachen. Und so. Wie heißen diese Kartoffeldinger? Sind das Herzogin-Kartoffeln? Ich glaube ja. Da so in diese Form dann in den Ofen schmeißen und mal gucken, ob das was Leckeres wird. Ich hoffe es natürlich. So, ich habe jetzt erstmal hier vorne die Pfanne ein bisschen warm gemacht. Die ist schon sehr warm. So, bevor ich den Feuer sehe, ich schmeiße das Fleisch rein. Wow. Ja, so richtig heiß war die auch noch nicht. Mir ist ja egal. Ach scheiße, ich wollte auch noch mal da warten. Naja, zu spät. Ich werde die Pilze hier in diese Form tun und damit in den Ofen schmeißen. Mit den Ofen schmeißen, einfach zu den Kartoffeln. Einfach, dass sie ein bisschen warm bleiben. Und nicht kalt werden, bis der Rest fertig ist. Und damit die vielleicht noch ein bisschen einen coolen Geschmack bekommen. Ich habe das noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob das schmeckt, aber ich werde es gleich herausfinden, ob das gut ist. Ich packe jetzt mal die Kartoffeln und die Pilze in den Ofen. Und ich hoffe, ich habe es richtig scharf gestellt, ich habe es nämlich nicht erkannt. Ich brauche 75 ml Balsamico. Das ist ganz schön viel. Oh, ich habe die hier schon angemacht, die Platte. Dann habe ich das gemacht. So, das Gemüse hat so ein bisschen, optisch ist es gar nicht schlecht. Geschmacklich, naja, so Fenchel ist halt, wird nie mein Lieblingsgemüse werden und auch nicht mein zweitliebstes. Keine Ahnung, mal gucken. Das Fleisch habe ich jetzt ein bisschen in Stücke geschnitten und ich muss jetzt mal quer, wenn mal das Stativ ausgefahren ist, da unten. Die habe ich schon ausgemacht, das seht ihr wahrscheinlich gar nicht. Die sind ein bisschen schwarz geworden oben an den Spitzen. Oder zumindest das eine ist auf jeden Fall ein bisschen schwarz geworden, ein bisschen verbrannt. Aber so an sich sind die Süßkartoffeldinger da unten. Weil von Kartoffeln kennt man sie, die werden dann so schön knusprig außenrum und in der Mitte ist noch so ein schöner weicher Brei. Ich habe gerade mal eins gekostet. Das ist immer noch derselbe Brei, wie ich ihn am Anfang dahingeschmissen habe. Also so richtig geklappt hat das noch nicht. Aber ich glaube, das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. So, es ist hingerichtet. Optisch ist ja ganz okay. Geschmacklich, ich weiß es noch nicht so ganz.
Das Beste bzw. das Unschlimmste sind vielleicht diese Häufchen hier. Mal gucken. Das ist halt mein Tellerchen, weil noch das Fleisch drauf, was der Hannah nicht isst. Genauso wie das Essen. Also Philipp bekommt jetzt das Gericht, also das Bild, wie es werden soll. Ich zeige es euch nur mal schon mal kurz, so damit ihr es von der Farbe her seht. Okay, schon reflektiert ein bisschen, aber ich habe nichts erkannt. Bitteschön. Ist doch Fleisch! Ja, ist auch sogar Rindfleisch. Rippchen oder sowas, kann das sein? Keine Ahnung. Ich hab nämlich bei Rippchen überlegt. Erbsenschoten. Soll ich dir was sagen? Deine Süßkartoffel sind Apfelsine. Apfelsine, und ja. Die haben einfach nur ja, das Wort vertauscht. Ja, das sehe ich jetzt, wo ich sehe, klar. Aber trotzdem, eine Apfelsine ist bei mir so ein Murmel. Aber die haben mir geschrieben von der kleinen Apfelsine, ja. Also vielleicht Mandarine oder so. Achso, Oliven habe ich jetzt gar nicht erst dran. Die habe ich gleich mal ganz vergessen. Was sind ja eh grüne? Ich habe gemacht schwarze. Ich mag grüne. Sonst würden da keine grünen auf dem Tisch stehen. Jetzt habe ich mich ja gerade gewundert. Aber hier sollen schwarze ran. Und grüne. Ach ja. Also auf jeden Fall weißt du jetzt, wie es aussieht. Mhm. Und ich habe alles falsch gemacht. So, wir sind fertig mit Essen, haben auch aufgegessen, also zumindest bis auf, also Hanna hat eigentlich alles aufgegessen, bis auf die Teile vom Fenchel, die man überhaupt nicht kauen konnte, weil diesen Strunk oben scheint man wegzuschmeißen vorher, wegzuschneiden. Ich habe aufgegessen, bis auf den Fenchel, den habe ich nämlich komplett weg raussortieren müssen, weil das mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Ich finde diesen Geschmack als Tee okay. Aber auch nicht so brüllermäßig. Aber so als Gemüse geht überhaupt nicht. Geschmacklich war es okay. Also besonders die Soße war ganz gut. Die könnte man auch mal zu was anderem machen. Und diese Süßkartoffel, Herzogin-Kartoffeldinger, kann man vielleicht bei weniger Grad einfach ein bisschen länger noch drin lassen. Dann werden die vielleicht auch noch ein bisschen besser und schmecken noch besser. Mehr knusprig halt. Mehr knuspriger und so. Ich bin irgendwie zu blöd, Fleisch zu braten teilweise. Und an sich die Süßkartoffeln und die Pilze und so. Und das war eigentlich ganz okay, das hat geschmeckt. Nur der Fenchel, den hätte man halt weglassen können. Ich bin heute dran mit dem zweiten Rezept, was eher irgendwie eine Süßspeise wird. Und die Zutaten habe ich hier schon alle aufgestellt. Also das hier hinten ist Nutella. Kondensmilch, Butter, Salz. Ich habe kein grobes Salz mehr. Das haben wir neulich irgendwie alle gemacht. Und hier ist Schoki. Es steht nicht da, ob weiß oder schwarz. Ich habe jetzt weiße und dunkle Wert, die mischen, aber mehr dunkle wahrscheinlich verwenden. Und der erste Schritt ist, die Schokolade im Wasserbad zu schmelzen, aber dazu muss ich sie natürlich erstmal abwiegen. So, ich brauche 250 Gramm. Ich gucke jetzt mal, wie viel das hier drin ist. Also das sind jetzt 115 Gramm dunkle Schokolade und jetzt kommt noch so viel weiße dazu, dass es insgesamt 250 werden. Und das kommt jetzt ins Wasserbad, also hier rüber auf den Ofen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wie viel Wasser da rein muss. Aber ich glaube, das könnte schon so reichen. Der nächste Schritt ist, dass ich dann die Haselnusspaste, also ich habe es jetzt als sowas hier aufgefasst. Ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, es könnte natürlich auch nur so Haselnussmus oder sowas sein. Da hinzufüge, dann Butter und die Kondensmilch und das dann in eine glatte Masse rühren.
Ich glaube, ich weiß jetzt ungefähr, was es wird. Also das kommt dann nämlich auf ein Backblech und dann wird es mit dem Salz bestreut und dann muss man es 4 Stunden abkühlen lassen. Das wird einfach nur so Schoki und fertig. Ich dachte, das wird so ein Gericht mit irgendwie so eine Süßspeise oder sowas. Naja, wir gucken mal. Oh, mein Löffel ist heiß. Sehr heiß. Also ich habe Schoki wieder am Handschuh, aber ansonsten ging das jetzt gut raus. Und ihr seht jetzt hier auch das Endergebnis, also nein, natürlich nicht das Endergebnis, aber das Ergebnis meiner Schmelzung. Also helle und dunkle Schoki haben sich vermischt und es sind noch kleine Stückchen, die noch nicht geschmolzen sind. Das seht ihr, das sind diese Punkte da, die muss ich jetzt immer noch klein kriegen. Und ja, dann geht es auch schon weiter mit den anderen Zutaten. Als nächstes kommen 150 Gramm Haselnusspaste, also Nutella. Das sind genau 150. Das rühre ich jetzt erstmal da rein. So, als nächstes Kondensmilch. Und zwar 400 Gramm. Stellen wir hier erstmal auf 0. Und eine so eine Packung sind 340 Gramm. Okay. So, also ich füge jetzt noch die restlichen Gramm hinzu, damit es dann insgesamt 400 sind. Das ist eigentlich ganz schön viel. So, das verrühre ich eben nochmal und danach muss noch 40 Gramm Butter ran. So, das sind jetzt genau 40 Gramm Butter und ich muss mal gucken, dass ich die jetzt hier irgendwie untergerührt kriege. Ich überlege auch, ob ich das Ganze jetzt einfach nochmal fix mit dem Mixer oder sowas zusammenmische. So, das sieht jetzt sehr spannend aus. Ich werde das mal pürieren. So, wir haben jetzt eine Masse. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Die ist ein bisschen schaumig, wie ihr das jetzt seht, durch das Schlagen auf höchster Stufe. Das Ganze muss jetzt auf dem Backblech von 20 x 20 cm, was mit Backpapier ausgelegt ist. Das ist ja eigentlich nicht keine große Fläche. Ich habe jetzt auch nicht so ein Backblech in der kleinen Größe, aber ich habe so eine Auflaufform, die vielleicht 15 mal 30 ist oder so. Also das dürfte so auch funktionieren. So, ihr seht selbst, also am Rand ist es ein bisschen knapp. Hier, weil das ja sehr flüssig ist, ich gieße es jetzt einfach langsam rein und hoffe, dass es trotzdem funktioniert, dass es sich nur auf dem Backpapier verteilt und ja, wir werden sehen. Also, es sieht gut aus bis jetzt. So, also, wie ihr seht, ist alles im Papier geblieben. Also hier, das ist sozusagen, wo das Papier da von unten braun wurde. Also es ist, wie gesagt, nichts drüber. Und ja, genau, der nächste Schritt
ist, dass da das Salz drauf muss und dann muss es mindestens 4 Stunden gekühlt werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Gefrierschrank oder Kühlschrank. Ich habe auch gerade ein Fach im Kühlschrank schon freigemacht, also ich würde es auf jeden Fall erstmal im Kühlschrank tun. Genau, also kommt jetzt das Salz drauf und ich habe ja schon gesagt, das ist jetzt, ich habe kein grobes Salz, aber ich habe noch eine andere Idee, die dann auch, denke ich mal, ganz cool sein dürfte. Ja, also das Salz verschwindet jetzt, aber ich würde einfach sagen, das ist auch für den Geschmack ein bisschen. So, also wie gesagt, ihr seht jetzt da ja noch nicht so viel, aber ich hatte ja noch eine andere Idee, habe ich gesagt. So, das Ganze ist jetzt soweit fertig. Und ich würde sagen, ich packe das mal in den Kühlschrank und zeige euch das dann, wenn es im Kühlschrank steht. Und dann müssen wir 4 Stunden warten. Also, ihr seht es jetzt hier im Kühlschrank, sehr unspektakulär bei 4 Grad. Und ja, wir warten jetzt 4 Stunden und dann schauen wir mal, ob es hart geworden ist. Und wenn es nicht hart genug geworden ist, dann kommt es nochmal in Gefrierschrank. Habe ich gerade Gefrierschrank schon mal gesagt? Okay. Und danach muss es vom Backblech runtergenommen werden und in ungefähr 20 Stücke geschnitten werden. Also im Endeffekt ist das, glaube ich, einfach so ein Rezept für Schoki, die man halt selbst so noch ein bisschen verfeinert und dekoriert. Und man muss die ja auch nicht in so perfekte Stücke schneiden, man kann die auch so brechen. Und dann sind das alles ungleichmäßige Teile und ich glaube, sowas wird auch gerne irgendwo verschenkt und dann sind da so Zweige von irgendwelchen Kräutern und sowas drauf. Ja, und es kann auch sein, dass ich was falsch verstanden habe hier mit der Haselnusspaste. Also es könnte auch so ein Mousse halt sein, aber mit Nutella ist es noch gehaltvoller und noch süßer und noch mehr schokoladisch. Genau, sowas meine ich halt, mit wo sowas eben drauf ist. Und sowas gibt es dann auch noch als Schokobruch und das ist dann auch relativ teuer. So, wie ihr vielleicht schon daran seht, dass ich jetzt die linke Tür aufmache, haben wir jetzt heute Nacht noch die Schoki hier im Gefrierschrank gestellt, weil die im Kühlschrank nicht hart geworden ist und jetzt ist sie gut. Sie ist sehr klebrig, aber sie ist hart. Ich werde das Blech jetzt mal rausholen, hier herstellen und dann werde ich da mal so kleine Stücken schneiden, falls es geht, weil das ist, glaube ich, sehr... Ja, sehr, von der Konsistenz her eher so cremig, ne? Und mal schauen, was für Stücke ich da überhaupt hinbekomme. Ich hole mir jetzt hier mein scharfes Messer und werde es, glaube ich, vorher so in warmes Wasser tunken. Und dann, ja, wenigstens zum Kosten gibt es dann zum Frühstück da mal 2 Stück. So, 1 Stück habe ich ab, wie ihr seht. Das ist alles so eine große, weiche Masse hier, die so hier zusammenhängt und noch ein bisschen biegbar ist. Ein bisschen wie Karamell. Ich tue den Rest jetzt mal wieder in den Gefrierschrank, damit es hier nicht irgendwie wieder wegläuft. Und dann schneide ich das hier noch in schönere, kleinere Teilchen und das essen wir dann mal zum Frühstück. Ihr seht es ja schon, sobald ich das hier nur eine Sekunde auf dem Teller hier draußen habe, läuft es schon wieder weg. Also, ich weiß nicht so ganz, was es an sich ist, ob das so Schoki ist oder ob ich einfach was falsch gemacht habe oder ob das so sein muss, aber der Geschmackstest kommt dann nachher beim Frühstück und ja, ich stelle es jetzt mal rüber und hoffe, dass bis zum Frühstück nicht jetzt alles hier wieder weggeflossen ist. Also wie ihr seht, ich war ungefähr 3 Minuten weg und es ist alles verlaufen. Aber naja, also wir wissen jetzt, dass wir das aus dem Gefrierschrank direkt abschneiden und sofort essen müssen. Und ich bekomme jetzt auch noch das Originalrezept gezeigt. Also aus der Zeitschrift, wo es her. So, also das sieht eigentlich so aus. Ja. Also so habe ich es ungefähr gedacht. Bloß ich weiß halt nicht, warum das bei mir nicht so geworden ist, dass es so zusammenhält. Also ich habe natürlich jetzt nicht das grobe Salz da gehabt, dafür habe ich ja was anderes Schönes drauf.
Aber das wird nicht den Unterschied machen. Und ich hätte die dünner gemacht, glaube ich. Also, oder ich habe die dünner gemacht, weil sowas, weiß ich nicht, das sind so große Stücke. Aber ich denke mal, das liegt am Nutella. Oder so. Okay. Somit, komm her, Video ist vorbei, du musst hierher kommen. Somit haben wir jetzt 4 Rezepte mit je 2, also mit 2 Schwierigkeitsstufen. Mhm. Aber man kann eigentlich sagen, es funktioniert trotzdem, auch wenn man eigentlich nicht viel oder nicht alles versteht. Ja, dadurch, dass die Sprache doch relativ nah ist. Ja. Also hätten wir jetzt auf Belgisch gekocht, obwohl das geht vielleicht auch noch, ja, aber... Man sich vielleicht auch eh ein bisschen Sachen herleiten kann, wenn man nicht so das allererste Mal was kocht. Als nächstes kochen wir Kroatisch. Aha. Ja, aber auf jeden Fall haben wir das erstmal so ganz gut gemeistert und ich glaube, es war auch ganz lustig zu sehen dann, wie wir währenddessen rausfinden, oh, wir haben was falsch gemacht und das hätte eigentlich was anderes sein müssen. Genau, wir werden jetzt erstmal frühstücken und kosten mal die Schoki.